eine Technikübung für dich, die wir in eine Schleife packen, sodass wir immer im Intervalltraining unterwegs sind und die ganze Zeit eigentlich am Arbeiten sind. Mein Vorschlag für die Übung so wäre jetzt, dass wir den Ablauf durchüben, langsames Tempo, dass es sauber funktioniert und dann immer selbstständig mit Zeitstoppen quasi arbeitet. Also du dir dann 1,5 Minuten nimmst, die Übung so schnell wie möglich und so sauber wie möglich durchspielst. Aber erst den Übungsdurchgang. Ja. Ich zeige dir jetzt mal die erste Übung. Wir starten, wir haben zwei Hütchen gesetzt. Abstände ungefähr 2 Schritte, muss man für sich dann individuell abstecken. Und wir starten am Anfang mit dem rechten Fuß ziehen zurück, mit der Sohlenwende rechts, lassen den Ball laufen, ziehen den Ball mit dem Fußwechsel wieder her und drücken den Ball nach oben. Und hier oben genau dasselbe wieder, ziehen zurück rechts, Sohlenwende rechts, links, Fußwechsel, so dass wir immer schön hin und her springen und den Ball hin und her ziehen mit unserer Sohle. Wir haben hier viele Standtricks. Und wenn ihr jetzt merkt, der Übungsablauf funktioniert, die Bewegung ist rund, dann geht ihr eben in Zeitstoppen rein. Meine Empfehlung ist 1,5 Stunden am Stück, das mit einem möglichen Maximaltempo immer bei maximaler Sauberkeit durchzuführen. Dann wird es relativ stark und schnell auf die Pumpe gehen. 1,5 Stunden? Nein, 1,5 Minuten. Okay. Was habe ich gesagt? Hast du 1,5 Stunden gemacht? Nein, nicht 1,5 Stunden. Sonst wäre es keine Minute. Rechter Fuß ziehen vorlegen, der linke Fuß Sohlenwende und der rechte Fuß den Fuß wechseln. Und dann machen wir dasselbe auf der anderen Seite, so dass wir immer im Pendel hin und her wanken. Also ein Ziehen vorlegen, eine Sohlenwende, ein Fußwechsel, Ball in Ausgangsposition. Und wieder von vorne ziehen vorlegen, Sohlenwende, Fußwechsel, Ball ist wieder in der Ausgangsposition drin. Das ist für den Rechtsfuß, der Linksfuß. Auch hier wieder meine funktioniert im Ablauf, der ist gut, der Ablauf. Dann können wir den ganzen Auflauf halten, kommt dann nicht ein, 1,5 Minuten, so das Ganze in 3 Plätze. Ist jetzt wie ganz am Anfang bei der allerersten Übung, ziehen zurück. Rechter Fuß Sohlenwende, linker Fuß Fußwechsel, drücken den Ball hoch, gehen jetzt in eine Sedanwende und holen den Ball mit einer Sohlenwende gebremst wieder zurück, dass der Ball wieder hier unterwegs ist. Jetzt schieben wir den Ball runter und starten von unten mit Ziehen vorlegen, Sohlenwende, rechts Fußwechsel und machen jetzt rechts unsere Sedanwende, holen den Ball wieder zurück und schieben den Ball wieder runter und starten wieder mit der ersten Übung. Ziehen zurück, Sohlenwende, Fußwechsel nach oben gelegt, linker Fuß Sedanwende, die Sohle holt und wir dribbeln wieder runter, sodass wir wieder anfangen mit Ziehen vorlegen. Und das Ganze auf Ablauf durchschieben. Hopp, hopp, hopp und gelegt wieder. Und wieder Sedanwende, die Sohle holt, wir schieben den Ball. Starten wieder von unten los. So, hoppala. So, und wieder von unten anfangen.